Guten Morgen, beziehungsweise nicht guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, hallo. Einfach hallo, wir sind Maxi und Yoshi. Wir haben heute das ganze Boot für uns alleine und ich zeige euch mal was richtig krasses. Und zwar ist es jetzt, sage und schreibe, 22.28 Uhr. Und es ist immer noch taghell. Denn wir beide sind immer noch in Norwegen am Nordkap bei Erik. Erik muss welche vom Flughafen abholen und deswegen kann er leider nicht mit uns kommen, aber so haben wir richtig viel Platz, können hier richtig im Boot rumlaufen, richtig schön Hampelmann machen. Und wir haben heute was Geiles vor, und zwar wollen wir so viele Fischarten wie möglich in Norwegen fangen. Mit der Spinnrute. Mit der Spinnrute. Oder? Nee. Nur? Auch. Was sind denn Spinnruten? Spinnruten sind's. Wir haben vieles auf dem Plan, wenn ihr wissen wollt, was wir alles fangen, dann bleibt dran. Vielleicht machen wir am Ende auch noch ein paar Fischarten da oben in der Küche fertig und werden die wegschmausen. Ich bin Maxi und ihr guckt Yoshinator. Viel Spaß. Was Maxi und ich uns übrigens schon mal gedacht haben, es muss gar nicht so easy gewesen sein, den Steg hier zu bilden, weil es gibt hier einen extrem starken Unterschied zwischen Ebbe und Flut, wie man vielleicht da sehen kann. Also wenn gerade Flut ist, dann kann man hier fast waagerecht rüberlaufen. Ja, also ihr seht ja die Wasserlinie, die ist... Da ist die Wasserlinie. Oh baby, I love that sound. Mega geile Boote. Hier sind unsere Ködereimer, hier sind unsere ganzen Routen. So komm, mach mal jetzt deine Brille sauber, ich will angeln, Alter. Mir jucken schon die Finger, wir haben gerade übrigens... Richtig geil Heilbutt gegessen, war echt lecker. Da war einer an der Oberfläche gerade. Ja, Fischhauen. Der erste, Leute. Guter. Also kein ganz kleiner. Also nur großen hatten wir draußen kaum. Geil. Alter. Der erste Seelachs auf einen kleinen Blinker. Und somit Fischart Nummer 1. Guck mal, der hat so schwarze Punkte drauf. Siehst du das? Ja, das haben die immer. Tschüss. Und Fisch auch. Ja, hab einen. Ne, ein kleiner. Aber hier ist gerade alles voll unter uns. Yes, der zweite. Ah, der erste war deutlich größer, er war doppelt so groß fast. Fisch on. Yes. Ey, was für geile Fische das sind. Wie kampfstark die schon in der Größe sind. Ich habe noch nicht mal einen richtig fetten gefangen. Die können über einen Meter groß werden. Was hatte Erik gesagt? 20 Kilo war der größte? Alter, der hat hier gerade mal 500 Gramm. Ich meine, den fischt man auch mit einer anderen Route, aber... Dorsch. Fischart Nummer 2, Leute. Der erste Dorsch. Lustig. Ah, da ist er. Auf Sicht. Ein Dorsch. Ein Baby-Dorsch. Auf Sicht. Der ist ja süß. Der ist ja putzig. Mega. Wie schön Dorsche einfach sind. UL-Pöken. Nächsten. Ja. Ein Dorsch nach dem anderen hier. Guck
Guck mal, was für einen weißen Saum der oben an der Flosse hat. Siehst du das? Hier oben? Oder schimmert das nur so? Sieht aus wie durchsichtig, finde ich, nicht wie weiß. Cool. So Leute, die ersten beiden Fischarten sind gefangen. Dorsch und Seelachs. Dorsch und Seelachs. Seelachs wird momentan hier leider nicht wirklich größer als der erste, den wir gefangen haben. Also bei uns im Boot wird er nicht größer. Richtig, weil hier einfach momentan keine großen Seelachse sind. Dorsch, denke ich, ist möglich, dass wir den knacken, oder? Also wir fahren ja morgen wieder raus, morgen früh gleich, beziehungsweise heute oder morgen? Ist es schon heute? Nee, ist noch nicht heute. Ist noch nicht heute. Da denke ich mal, sollten wir den verzehnfachen ungefähr. Boah, Alter. Leute, zieht euch das mal rein, wie viel Seelachse hier sind. Boah, halt mal kurz an. Ist ja alles voll. Hier sind noch gerade voll die Strömung gestanden, oder? Boah, krass, wie viel Fisch hier ist. Jetzt gucken wir, ob ich live einen Biss drauf kriege. Leute, jetzt live Biss. Und hier lassen wir ihn runter. Auf dem Hardbait geht's auch. Max meinte gerade, lass uns doch auf dem Weg zum nächsten Spot nochmal kurz ein Hardbait dranhängen und tada. Genau. Ich meinte, fängst du safe einen kleinen. Dann meinte er, nee, eigentlich fängt man beim Schleppen meistens die größeren. Bisschen abseits vom Schwarm, hat er direkt hingekriegt, nicht schlecht. So Leute, da vorne ist der Hafen und hier ist die Hafenausfahrt, kann man so sagen. Das Ende vom Sund. Und hier haben wir sehr, sehr sandigen Boden. Was heißt das? Platte! Platte, wir wollen einen Flattermann fangen, um auch schon mal den ersten Teil vom Plattfisch fertig zu machen. Dafür haben wir einfach einen kleinen Buttlöffel oder einen kleinen 80 Gramm Buttlöffel, ein kleines Stück Seelachs. Lässt man einfach hier runter und was dann passiert, das seht ihr gleich auf der GoPro. Ist doch gerade alles perfekt hier. Jetzt ist er bei mir auch da. Hängt. Hängt und nächste Fischer. Yes, Leute. Maxi auch. Komm halt. Oh, da geht er weg. Eine Klische. Fischart Nummer 3. Die sind so krass getarnt. Maxi auch eine. Nächste kleine Klische, aber selbe Fischart. Leute, zieht euch mal diesen ekligen Klumpen rein. Einfach eine fette Seegurke. Ein Seegurkensohn. Ein Seegurkensohn. Grüße an Gurki. Ups. C&R hat uns noch ein paar Steine, ein bisschen Sand und eine halbe Muschel da gelassen. Zählt es als Fischart, Gurkensohn? Moin, Servus, moin. Leute da vorne haben gerade Seelachse geraubt. Gucken, ob einer beißt. Voll an der Oberfläche geraubt gerade. Yes! Ha! Fish on! Da lässt man die Köfi-Route, die Fischfetzen-Route mal kurz liegen. Wenn da die Seelachse rauben. Oh, die Power, Alter. Alter, die Cherry-Stick wird gerade richtig eingeweiht. Doch gar nicht so schlecht. Ah, ist gut. Schöner Seelachs. Schöner Seelachs. Geht natürlich zurück. Maxi, du hast eine Seegurke. Sieht aus wie ein Hodensack. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. So? Saukaltes Wasser. Ey, wieso fängt man die immer, wa? Ich krieg die vor allem immer nicht ab, ey. Ich will die nicht anfassen. Guck dir das mal an, wie. Sieht echt
Wie sich anfühlt, geht, Alter. Als ob ich deswegen weggezogen habe. Ich habe beim ersten Mal genauso weggezogen. Hack mal den Schleim. Ja, hack ab jetzt. So, gute Stunde waren wir jetzt draußen. Sind jetzt wieder reingefahren. Reicht? Drei Fischarten haben wir schon. Mit zwei haben wir eigentlich safe gerechnet, oder? Ja, mit zwei haben wir safe gerechnet, ja. Dass jetzt noch der Dorsch dazu kam, haben wir nicht mit gerechnet, spielt uns aber jetzt auch nicht unbedingt so krass in die Karten, weil wir morgen safe Dorsche fangen. Ja. Darauf schwöre ich mit meinem Namen. Das war's mit der Folge Yoshinato, wir sind zur nächsten Folge. Nee, wir gehen jetzt zum Schlafen und sind genau an gleicher Stelle ein paar Stunden wieder hier und dann wird's wahrscheinlich immer noch so aussehen. Dann gibt's nochmal ordentlich Fischarten oben drauf. Haben wir eigentlich ein Goal? Sieben. Ja. Sieben wäre schon geil. Steinbeißer, Lump, Schellfisch und Heilbutt noch. Machbar. Mücke. Gute Nacht. Moni! Leine los. Leine los, der Spaß beginnt. Und Lego. Was ist denn mein Handytelefon? Da ist es. Leute, die sich auskennen und rechnen können, wissen, dass die nächste Flut gleich einsetzt. 10.15 Uhr haben wir es. Ja, wir müssen aller spätestens 10.45 Uhr auf Spot sein und das passt genau. Echt? Klar, halbe Stunde fahren. Wir müssen jetzt Knallgas geben, Alter. Knallgas. Jetzt aber rüber da! Knallgas, du Vogel! Wir haben gerade den Baba-Schwarm gefunden. Zieht euch das mal rein. Wie geil. Da unter die dicken Sicheln. Da, hier, das hier, das sind dicke, fette Dorsche. Und die liegen da am Grund und die warten nur, bis einer von den Seelachsen nach unten fällt. Hier, das hier sind die dicken Sicheln, auf die wir es abgesehen haben. Und das Geile ist, 26 Meter. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht und beiseite gelegt. Und Maxi ist hier schon am Drillen. Und das sieht so aus, als wenn der Fisch etwas größer ist als der Dorsch, den wir gestern hatten. Kleines bisschen größer als der von gestern. Vor allen Dingen muss man sagen, 26 Meter. Also so lange kann es nicht dauern. Nee, deswegen wird der Dreh jetzt auch nicht gekürzt. Da ist er schon. Da ist er schon. Das ist ein Löwe? Ja. Oh ja. Der könnte guten Meter haben. Ein bisschen kleiner. Nee, oh. Dicker. Der hat über einen Meter. Deutlich. Ah, nee, stimmt. Der sah größer aus noch, der Kopf. Aber er ist ein riesig. Das ist ein richtiger Büffel. Da ist der Kollege. Erstes Mal runtergelassen. Da sitzt fetter Fisch. Und auf da hinten Fall. Sind Wale. Wie geil, ey. Deutlich über 90. Ja, den müssen wir gleich noch einmal ran. Richtig geil. Oh, fettes Teil, Digi. Das geht schnell. Da ist übrigens der Überbeißerköder drin. Der aus dem Schwarm gepickt wurde und jetzt bei ihm im Maul gelandet ist. Kann er sich noch schmecken lassen. Tschüss, Großer. Yes, Fisch on. Was denn? Jo. Jo, geht schon. Auf den Finch. Schöner Fisch. Und ist er. Oh, doch, ist ein schöner Fisch. Nicht ganz so groß wie deiner. Aber geht schon. Boah, da ist er. So. Da ist er. Schöner Fisch. Was hast du denn da? Auf jeden Fall keinen Dorsch. Und zwar eine neue Art. Fischart. Lumpi-Lump. Ein Lump. Boah, der ist aber groß. Mein Dorsch kriegt ihn gar nicht ab. Und Lump soll schmecken wie Krebsfleisch. Maxi meinte auch schon, die schmecken echt lecker. Der hat nämlich schon mal in seinen vorherigen Norwegen-Urlauben welche gegessen. Du kannst aber nur frisch essen. Eingefroren sind die total ekelhaft. Die haben eine richtig fette ledrige Haut. Wirklich, die ist so ledrig. Wenn du den jetzt reinschmeißt und der drauf geht, weil er aus der Tiefe kommt, dann nehmen die nicht mal die Möwen, weil die können ihn einfach nicht fressen. Okay, na dann. So. Nehmen wir den mal mit, würde ich sagen. Ja. Essen wir halt mal ein Stück Lump. Oh, hier schmeckt. Also wenn das der Dorsch ist, Alter. Dann ist es mein PB. Dann definitiv dein PB.
Die V-Stick Plus ist schon eine ordentlich kräftige Route, muss man sagen. 250 Gramm. Also ich würde sagen, die kann man mit einer 50 Lips Route vergleichen. Ja. Bin echt gespannt. Halbwood oder Dorsch? Ich glaube aber... Also ich würde für dich auf Dorsch hoffen. Aber ja, allerdings wäre es fürs Video... Dorsch geht zu leicht hoch. Wäre es fürs Video besser, wenn es ein Halbwood wäre. Weil wir ja noch eine Fischart brauchen. Also viele Fischarten wie möglich brauchen. Weißt du, welche Farbe die letzte ist? Weiß. Ach ja, stimmt. Haben wir ja gerade. Blau-weiß. Wie härter. Blau und dann weiß. Wie härter. Auch das letzte. Das ist ein Dorsch. Ja, sag ich ja. Aber das ist ein richtig guter Dorsch, Alter. Aber einer mit Körnern drin auf jeden Fall. Nein! Weg? Was sagen, Alter? Wir haben gerade nicht hingeguckt. Blau? Ja. Wie weit sind die immer, die Farben? 10 Meter. Ach, 10. Okay. 5 Meter. Gucken schon mal, ob man was sieht. Nee. Noch nicht. Nichts zu sehen bisher. Ja, weiß. Jetzt kommt weiß und ich sehe immer noch nichts. Ey, das ist schon das Vorfach und ich sehe immer noch nichts. Ist doch ein Boot dann, oder? Ah ne, er ist unterm Boot. Alter! Ein Boot? Ein Boot. Ah, okay. Geil. Ein Boot. Ein Heilboot. Geil. Die Fischart brauchten wir heute auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es war die, wo wir am ehesten Probleme hätten kriegen können, ne? Mal einen kleinen Leader-Touch machen. Damit er auch zählt. Zack. Zählt. Fuffis raus. Da ist sie, die kleine Platte. Circle Hook, Leute. Wie gewohnt, perfekt gehakt. Schöner 80er, 85er ja. Halbwood. Geil. Fischart Nummer 5. Läuft. Da ist er. Mein Vierter. Vierter kleiner Halli. Da haut er ab. Und tschüss. So Leute, die Dorsche haben keinen Bock mehr, beziehungsweise waren nicht mehr am Spot. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, auf Steinbeißer zu klopfen. Ja, da nimmt man aber kein Wallerholz, sondern so ein Inchiku heißen die Teile. Ist quasi wie ein Pilker mit zwei kleinen Assist-Hooks mit so ein bisschen Fransen dran. Hängt man unten Fischfetzen drauf und dann lässt man das so fünfmal auf den Boden tunken. Und dann hält man das für eine kurze Weile und dann sollte es hoffentlich mit dem Steinbeißer funktionieren. Maxi! Leute, ganz stark nach der nächsten Fischart aus. Beste Digi! Geil! Steinbeißer! Ultraböse Teile. Zieht euch mal die Hauer rein. Ganz brutale Viecher. Ja, sehr unglaublich brutal. Lecker, ja. Sehr kampfstark, ja. Und verdammt scharfe Zähne. Also abgesehen von kampfstark stimme ich bei allem zu. Wieso? Die sind schon kampfstark. Jetzt brauche ich erstmal eine Zange, ich fasse den nämlich nicht an. Ach komm, den kannst du mit der Hand wegmachen, den Haken. Oh. Hab ich kurz Angst, Alter. Habe ich meinen Finger, der so war, auch schnell eingezogen. Er hätte fast eine Route durchgebissen, da hätte ich mir viel mehr Sorgen gemacht. Das wäre auch witzig gewesen. Also Leute, kleinen Zwischenstand. Als erstes kam Seelachs, dann kam Dorsch, dann kam Klische, dann kam... Lump? Lump, dann kam Heilbutt und dann kam der Steinbeißer. Jetzt fehlt nur noch... Nummer 6 haben wir Nummer jetzt. 6, Nummer 7, 7, der Schellfisch. Schellfisch. Ansonsten, Leute, ihr fragt euch bestimmt, warum angeln wir nicht auf Makrele? Gibt's hier nicht. Warum angeln wir nicht auf Pollack? Gibt's hier nicht. Warum angeln wir hier nicht auf Hering? Gibt's hier nicht. Warum angeln wir nicht auf Leng? Gibt's hier nicht. Warum angeln wir nicht auf Rotbarsch? Weil wir keinen Bock haben, 6 Stunden in die Richtung zu fahren. Und keinen Bock haben, aus 300 Metern irgendwas hoch zu kurbeln da. Was irgendwie so groß ist. Ja. Nächstes Mal runtergelassen und gleich den zweiten. Bei mir hat sich ein Dorsch den Köder gepackt. Den habe ich gerade schon zurückgeworfen. Und Maxi fängt den zweiten. Der hat ja eine geile Farbe, ne? Richtig braun-rot mit Streifen. Ich habe so eine Angst, wenn der irgendwie mal, weiß ich nicht, ob er es schafft, sich da hochzuschütteln. Geile Fische. Bist du unten, ne? Ich bin da unten, ja.
beim Hochkurbeln, Dicker. Dicker, ein Heilbutt. Ist das lustig? Ein Baby-Heilbutt, Leute. Beim Hochkurbeln. Alter, der hat ohne Spaß, das war ein Safe, 40, 50 Meter über dem Grund. Ist der süß. Ein Fisch drauf, würde ich sagen. Guten. Auf dem Jig. Beziehungsweise auf dem Überweißer. Ich weiß gar nicht, ob gerade ein Zappler dran war. Bin mir absolut unsicher, was das ist. Ich auch. Könnte alles sein. Auf jeden Fall ist es von der Größe ganz gut. Okay. Also hat zumindest gerade richtig Gas gegeben. Jetzt kommt er ein bisschen leichter hoch. Am Anfang hat er ein bisschen Schnur genommen. Kommt er, ja, ich glaube, ist wieder ein Dorsch. Ganz guter Dorsch. Ich hatte ja fast gehofft und so vom Biss gedacht, dass es ein Seelachs sein könnte. Schöner. Aber. Nee. Ist Dorsch. Ganz guter Dorsch. 80er Dorsch. Schöner Aussehen. Auch der darf zurück. Kriegen übrigens immer einen Körperanschwung, weil. Von da schneller runterschwimmen. Aber von relativ, also relativ weit unten kommen, hier sind jetzt 35 Meter, wie gesagt, er hat im Mittelwasser gebissen, da waren 20 Meter oder so. Aber wenn er einen Körper macht, dann kriegt er immer noch mal so einen kleinen Anstoß, dass er wirklich auch direkt runterschwimmt und nicht irgendwo oben an der Oberfläche rumdümpelt und wieder auf seine gewohnte Tiefe kommt. Jetzt auch, kurbel ich auch mal hoch. Wenn du sagst, dass die Dude ist beim Hochkurbeln, Max. Der davor auch schon, der kleine Sache. Ja, war ein Grund. Na gut, dann kurbel ich auch mal durch. Oh. 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 Ach, Löwe. Ich glaube, der Onkel hatte Hunger. Auf dem Finch, kann das sein? Ey, der Köder ist komplett im Maul verschwunden. Ihr seht nichts mehr. Da hinten irgendwo drin hängt der Finch. Filmen wir es von oben rein. Alter Schwede. Wo ist der Finch? Da hinten ist er. Ich habe ihn kurz gesehen. Boah. Wahnsinn. Fisch on! Ja, Mann! Fisch on! War ein kleiner. Oder? Nee, wird doch ein bisschen mit. Da kommt da. Yes, 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 Mann! Und da ist der Schellfisch, Junge! Und was für ein schöner! Und was für ein Apparillo! Da ist die siebte Fischart, Leute. Wir hatten vorhin noch drüber geredet. Max meinte, wir hätten jeden Tag einen Schellfisch bei. Heute noch keinen. Müssen wir nachher wirklich mit so einem blöden Heringspaternoster auf die Dinger angeln. Und jetzt kommt, glaube ich, sogar einer der größten der ganzen Tour bis jetzt. Ja. Und der hat sogar ein Muttermal. Das gleiche wie die anderen. Komisch. Unfassbar. Kleiner, das ist eine geile Flosse, finde ich, hinten. Ja. Kleiner Tipp nochmal, kleine Info. Jeder Schellfisch hat diesen Fleck an der Seite. Sogar der Köder von Erik, der einen Schellfisch imitieren soll, hat hier so einen Fleck auf der Seite. Ja. Typisch Shelly. Muttermal. Ja, geil. Fischart Nummer 7. Der geht auch rein. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich fischartentechnisch alles gefangen, was wir uns vorgenommen haben. Boah, ist das erfreulich, Alter. Ich habe so eine richtige Schicht über meinen Händen. Geil, wie bei einer Schleie oder bei einem Aal. Genau. Ja, wir haben alle Fischarten gefangen, die wir fangen wollten. Damit ist die Challenge completed. Ich glaube, wir angeln noch eine Stunde weiter, Leute. Bleibt noch ein bisschen dran. Wir werden bestimmt noch ein paar dicke Fische rausholen. Weil wir stehen einfach gerade sowas von mitten im Fisch, das ist unglaublich.
Jetzt ist noch mal einer reingerasselt hier. Der Finch rasiert heute auf jeden Fall den Sund hier. Oh. Oh, Alter, das ist noch mal ein Löwe. Oh. Alter, jetzt habe ich einen richtig dicken, Leute. Ich habe einen richtig dicken. Ja. Oh. Leute, wie ich es gerade gesagt habe, melden uns nochmal, falls was Dickes kommt. Und bei mir hat sich jetzt auf jeden Fall was richtig Fettes. Den Köder geschnappt. Den 15er Finch, ne? Ja. Den kleinen, ey. Alter, der rasiert heute so krass. 15er Finch rasiert den Sund. Ey, wir tun die Arme mittlerweile auch weh. Vom Pumpen hier. Wir angeln auf 50 Meter, lassen den Köder einmal zum Grund sinken und fangen einfach nur ganz langsam an, den einzukuppeln. Drauf. Und jetzt habe ich einen richtigen Löwen drauf, glaube ich. Wie bei Kevin Wolter, dem tun auch manchmal die Arme weh vom Pump. Boah, hat der gerade hier. Alter, hat er abgeschissen. Geiles Ding. Oh. Oh. Was für ein Löwe. Zieht euch die Wampe rein. Und Leute, guck mal, nebenbei bin ich hier am Drillen von außen. Onkolyten. Oh. Zurück. Und da ist er. Auf den 20er Feuerzeuger Finch. Guckt euch mal an, wie der Dorsch das hier gerade zugeschissen hat. Schön auf Eriks Handschuhe. Wieso steht denn auf deiner Boxershorts klein? So ein geiles, fettes Ding, ey. Gleichzeitig gebissen. Sind hier nur am Doppeldrillen. Ja. Es ist wirklich geisterkrank. Und weg ist er. So, Leute. Wir sind wieder am Steg angekommen. Ich hatte eine ganz schön roughe Rückfahrt. Ja, aber der Wind hat Welle am Ende. Der hat nochmal ordentlich zugelegt. Aber halb so wild, wir sind gut angekommen, waren noch kurz tanken für 2 Euro den Liter. Und jetzt kommt das aller schönste, worauf wir uns schon die ganze Woche gefreut haben. Richtig geil. Das ganze Zeug, was wir über eine Woche hier im Boot überall verteilt haben, sauber machen und einpacken. Wir fahren nämlich morgen früh nach Hause. Aber ihr solltet trotzdem dranbleiben, denn wir werden euch noch zeigen, wie wir den Lump oder auch den Steinbeißer zubereiten bzw. filetieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüben im Filetierhaus, wenn wir hier ein bisschen fertig zusammengeräumt haben. Das Gute ist, wir sind immer noch in Norwegen, es wird nicht dunkel und deswegen müssen wir uns nicht wirklich beeilen. Richtig. Richtig. Richtig, richtig so. So, Maxi, Boot ist ausgepackt. Wir waren schon fleißig, haben uns gerade schon einen kleinen Dorsch und einen Steinbeißer filetiert. Richtig. Den machen wir uns zum Armbrot. Der Dorsch ist nämlich draufgegangen und da, oder war kurz davor drauf zu gehen. Das war der den Finch so ultra weit hinten im Rachen hat. Und da haben wir uns gedacht, nee, den nehmen wir lieber mit. Kann Erik haben, auch wenn wir ihn jetzt nicht brauchen, aber wieso? Erik verwendet. Ach, also ich habe Hunger. Wir braten das auf jeden Fall gleich mal ab und mal gucken. Es wird schon nicht weggeworfen werden. Das reicht für den, und reicht für den ganzen Stamm Lehbäuche. Notfalls lege ich mir das morgen früh auf die Bämme für den Flug. Na, und ihr Geier? Ihr Geier des Nordens, flieg! So, ihr Lieben, wir sind in der Unterkunft. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar ein paar Kartoffeln gespalten. Schön ordentlich Olivenöl rüber, ein bisschen Salz, Rosmarin und dann noch ein bisschen Pfeffer. Chili haben wir nicht. Nehmen wir so ein bisschen Paprikapulver. Oh, kommt gar nichts raus hier aus der Kacke. So, das reicht. Das Ganze wird jetzt einfach einmal ein bisschen durchgeknetet. Oh, ich habe hier einen kleinen Cut, weil ich mir mit Schnur eingeschnitten habe. Und da läuft gerade schön Salz rein. Oh, das brennt wie Hulle. Utschi, utschi, utsch. So, einmal platt drücken hier. Das gute Stück kommt jetzt in den Ofen. Die brauchen so 25 Minuten. Zack, macht's gut, die Süßen. Bis gleich. Als nächstes Fisch, Steinbeißer und Dorsch haben wir hier. Das
paniere ich jetzt. Hier haben wir Mehl, darin wird jetzt der Fisch gewendet. Klassische Panade. Mehl, Ei. Man kann statt Paniermehl, was wir jetzt haben, auch immer Panko nehmen. Das ist, müssen wir mal gucken, gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. So ein, wie so ein asiatisches Paniermehl. Und das ist noch ein bisschen knuspriger, das sind so Weißbrotflocken. Die sind einfach ein bisschen gröber und die werden noch deutlich knuspriger. Schmeckt mega geil. Aber wir sind hier ganz spartanisch. Wir haben auch leider verpasst, einkaufen zu gehen. Deswegen müssen wir jetzt hier so ein 0815 Fisch braten. Aber manchmal ist einfach das Einfache das Leckere. Und es ist schon echt spät. Es ist gleich 11. Wir fliegen morgen um 9 Uhr los. Und wir müssen jetzt einfach nur schnell noch was essen. Also ein Stückchen Dorsch, ein Stückchen Steinbeißer für jeden und die Ofenkartoffeln, dazu ein bisschen Aioli und Pasta. In der Pfanne haben wir jetzt Sonnenblumenöl, das müsste jetzt auch gleich mal warm sein. Wir brauchen noch kurz. Egal, können wir schon mal weiter panieren. Am Ende kommt dann noch Zitrone rüber und dann war es das auch schon. Maxi macht jetzt den Rest fertig. Ich habe mich nochmal schnell weggeschlichen. Und zwar habe ich was. Das Yoshinator-T-Shirt. Viele von euch kennen es vielleicht schon. Habe ich auch dann hier, konnte ich es jetzt leider nicht so oft tragen. Beziehungsweise man konnte es nicht sehen. Ich habe es oft getragen. Dieses Shirt gibt es für 19,90 € bei Zeck im Online-Shop. Unter anderem gibt es da auch die VR5, mit der wir geangelt haben. Dann die Big Stick, die Pro Pike. Und die ganzen Routen, mit denen wir hier geangelt haben. Mega geil. Da solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch dazu entschließt, eventuell was zu kaufen, was ich auch übrigens sehr für Norwegen Angler empfehlen kann, einen dicken Finch in Motoröl, der ist jetzt schon echt mega zerballert, war auf jeden Fall einer der Top-Köder hier oben. Da solltet ihr auf jeden Fall immer an den Aktionscode Yoshi denken. Mit dem bekommt ihr nämlich zu eurer Bestellung immer nochmal ein Gratisgeschenk dazu und ihr unterstützt meinen Kanal. Komm, wir essen jetzt. Die Leute sind, glaube ich, auch schon gespannt, wie unser Fest mal aussieht. Ja, wie gesagt, der Supermarkt hatte leider schon zu, deswegen gibt es für uns heute ein kühles Glas trüben Apfelsaft. Leider haben wir auch keine Salatbeilage, allerdings haben wir noch 3 Becher Aioli. Und da vorne ist das Essen. Ne, den Schinken essen wir heute nicht. Oh ja. Das schaut gut aus. Bisschen Salz noch rüber und Zitrone. Und dann gib ihm. Scheiße, ich glaube, ich habe zu wenig Kartoffeln gemacht, war wie immer. So, ich nehme ein Stück Steinbeißer und ein Stück Dorsch-Rückenfilet. Steinbeißer ist besser als normaler Steinbeißer, ne? Mhm. Boah, das ist lecker. Jetzt mal aufschrauben hier, ich halte die Kamera gerade. Die Loli ist ganz wichtig. So, wie kriegen wir jetzt Zitrone rauf? Also die Öffnung ist auf jeden Fall für mich gemacht, also für mich halt ein Leckerfritze. Ich habe die Gabel genommen, da reingesteckt und dann rüber geträufelt mit der Gabel. Und das soll funktionieren? Das wird gut funktionieren, du musst sie ankippen. Ich hoffe die Gabel. Willst du die reinstecken? Halt mal rüber. Naja, das mache ich immer, keine Sorge. 18, 20. Ich checken lassen. Ja? Wie saftig. Man erkennt auch gleich, das hier ist der Steinbeißer, der ist so ein bisschen feiner. Der Dorsch hier vorne ist so ein bisschen gröber. Das ist das Rückenfilet jetzt. Oh, einfach nur herrlich. Und vor allen Dingen die Kartoffeln, die schmecken einfach immer schön mit Aioli und so Leute, wir müssen jetzt mal anfangen hier zu essen. Vielen Dank fürs Einschalten. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls es nicht schon längst tut. Auch bei Instagram folgen. Und bis bald. Ciao, ciao. Haut rein, Jungs. Mädels. Hausterin Doppelkind. HDL. NWLY.